Sehr geehrter Filmfreund, dieses Filmprojekt ist eine Dokumentation über Drakenburg für Drakenburger. Die Initiatoren dieser Produktion verfolgen keine kommerziellen Ziele, sondern möchten ein weiteres Stück Drakenburger Geschichte für die Nachwelt erhalten. Wir möchten Sie daher bitten, das Video nicht illegal zu kopieren oder für illegale Kopien zur Verfügung zu stellen. Der Kaufpreis dieses Videos dient lediglich zur Deckung der Produktionskosten und wurde so bemessen, dass es für jedermann zu erwerben ist. Sie erkennen an der Videobox schon äußerlich, dass es sich um ein Original handelt. Jegliches anderes Äußeres ist ein Hinweis auf eine durch das Kunsturhebergesetz verbotene Kopie. Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen nun gute Unterhaltung. Wenn die Drakenburger vor der ersten vollen Juliwoche ihre Gärten und Grundstücke besonders herausputzen, steht es wieder einmal unmittelbar bevor. Das traditionelle Drakenburger Scheibenschießen. Und auf den Begriff Scheibenschießen legen die Drakenburger besonderen Wert. Wer sich schon mal mit Schützenfest versprochen hat, wurde gleich bei einer von ihm zu zahlenden Getränkerunde über das Wort Scheibenschießen belehrt. Noch ein sicherer Hinweis auf das bevorstehende Fest sind die Wimpel über den Straßen und die Fahnen vor den Häusern, die mit den Drakenburger Farben Rot, Weiß, Blau die fünfte Jahreszeit, wie manche das Scheibenschießen bezeichnen, ankündigen. Am vergangenen Sonntag fand bereits das Kinderfest auf dem Sportplatz statt. Es ist aus organisatorischen Gründen den eigentlichen Festtagen vorgelagert. Da der Kindernachmittag schon immer ein fester Bestandteil des Scheibenschießens war, dort wird schließlich der Kinderkönig ermittelt, schauen wir nun kurz zurück, was bei den Kleinen und Kleinsten auf ihrem Fest so alles passiert ist. Hauptverantwortlich für Organisation und Ablauf des heutigen Kindernachmittags ist der Kinder- und Jugendausschuss. Unterstützt wird der Ausschuss durch weitere Ratsmitglieder sowie durch viele freiwillige Helfer aus Vereinen und Organisationen in Drakenburg. Die Kletterbäume sind bei den Kindern immer wieder eine beliebte Attraktion. Da ist auch der Kleinste hochmotiviert, aus der Spitze des Kletterbaumes eines der Tütchen zu erlangen. Schließlich sichert der Zettel in der Tüte ihm ein Geschenk, welches er in dem nahegelegenen Zelt gleich in Empfang nehmen kann. Aber auch die Kinder, die sich nicht so hoch hinaustrauen, werden für ihr persönliches Geschick belohnt. Neben dem Spaß für die Kleinen darf natürlich auch das leibliche Wohl für die Großen nicht zu kurz kommen. Dafür sorgt der Kindergarten mit einer reichlich gedeckten Kaffeetafel. So. Was ist hier anstellen? Was ist hier?
Nun ist es Zeit, einmal beim Wettbewerb um den Kinderkönig vorbeizuschauen. Neu in diesem Jahr ist die Regelung, dass nicht mehr getrennt Kinderkönig und Kinderkönigin ausgeschossen werden. Völlig gleichberechtigt haben auch die Mädchen die Chance, Kinderkönig bzw. Kinderkönigin zu werden. Und wie wir gleich beim anschließenden Probeschuss sehen werden, stehen die Mädchen den Jungen auch in dieser Disziplin in nichts nach. Ja, gut. Während weiter auf der Schießbahn konzentriert geschossen wird, beginnt draußen unter großer Beteiligung das Seilziehen. Und umso lustiger wird es, wenn auch die Kleinsten einmal die stärksten Männer aufs Kreuz legen. Achtung! Achtung! Fertig! Los! Nachdem die Verlierer gewichtige Verstärkung bekommen haben, geht das Seilziehen in eine neue Runde. Der Einsatz von Ela Dubke, der kurzerhand seinen Bratwurstwagen verlassen hatte, scheint sich auszuzahlen. Mit einem gerechten 1:1 endet auch dieser Spaß zur Zufriedenheit aller Beteiligten. Zurück auf dem Schießstand beobachten wir Silke Mahlmann bei dem konzentrierten Auswerten der Scheiben. Für einen geordneten Ablauf des Armbrustschießens sorgen Edith Schlüterbusch und Dieter Grant vom Schützenverein. Die beiden sorgen nicht nur für einen korrekten technischen Ablauf, sondern sie stehen auch den kleinen Schützen mit ein paar tröstenden Worten zur Seite, wenn mal ein Schuss daneben ging. Die werden abgeklebt und dann drei hinterher. Ne? Bevor nun endgültig feststeht, wer neuer Kinderkönig oder neue Kinderkönigin ist, lassen Sie uns die Zeit bis dahin noch mit ein paar Szenen vom Kindernachmittag verkürzen. Nun ist es endlich soweit. Das Ergebnis steht fest. Und der Drakenburger Bürgermeister lässt es sich auch hier nicht nehmen, das Ergebnis selbst zu verkünden. Den dritten Platz hat belegt Daniel Fricke mit einem Stecher von 6. Manuel Henne, ebenfalls 29 Ring, Stechen eine 7. Und jetzt bleibt noch einer über. Das ist Julian Timke. Ich denke, du bist der König. Ich darf dir heute schon mal herzlichen Glückwunsch übermitteln. Aber wir sehen uns am Freitag ja beim Finale. Schön. Während dem neuen Kinderkönig noch gratuliert wird, geht das Kinderfest für uns so langsam zu Ende. Einen nicht unerheblichen Anteil am Erfolg des diesjährigen Kindernachmittags hatte auch der als Clown verkleidete Ratsherr Hans-Joachim Pieper, den wir hier noch einmal in einer ungewollt komischen Rolle sehen.
Mittlerweile ist schon Dienstag und der Aufbau der Fahrgeschäfte und des Festzeltes vor und auf dem Hesterhof ist im vollen Gange. Bevor morgen das Fest mit dem Zapfenstreich beginnt, möchten wir Sie an dieser Stelle zu einem Rückblick auf vergangene Scheibenschießen einladen. Genießen Sie die Bilder von damals. Vielleicht erkennen Sie den einen oder anderen wieder oder bemerken, wie sich der Ort im Laufe der Zeit gewandelt hat. Unsere kleine Rückbesinnung in Bildern möchten wir an dieser Stelle mit einem Stück Schmalfilm unterbrechen. Diesen stellte uns Horst Ellinghausen aus seinem Archiv zur Verfügung. Er filmte 1967 vor seinem Haus die Ausmarschierer. Diese bewegten Bilder mochten wir Ihnen ungern vorenthalten. Zu den damaligen Gewohnheiten gehörte ein Mittagsschlaf im hohen Gras am Weserufer.
Dass nicht nur die Ausmarschierer an diesem Tag ihren Spaß hatten, zeigt uns der gleich ins Bild kommende Herr. Mit dem heutigen Tag nehmen die Scheibenschießen-Festtage geschlossen ihren Lauf. Der Rat und die Offiziere treffen sich bei dem für diese Jahreszeit ungewöhnlich schlechtem Wetter im alten Dorf am Marktpol. Die Freude auf die kommenden Tage kann jedoch auch das Wetter nicht trüben. Ja, ich bin in Bayern hier. Guten Tag. Ja, hallo. Scheiß Wetter! Hallo? Moin. Na, habt ihr wieder Lust heute? Keine Grote. Lust? Keine Grote, ne? Dann hätte ich mal gedacht, wie der wäre, ne? Ja. Aber ich denke mal, wenn von da eine Katastrophe wäre, ist, dann hätte ich den nächsten Tag. Ja. Hä? Knut, wie sieht das? Habt vollkommen recht. Wir werden sehen. Na, habt ihr schönes Wetter mitgebracht? Ja, wieder gelegen. Nachdem sich alle begrüßt haben, geht es mit der Feuerwehrkapelle Holtorf zunächst zum amtierenden Scheibenkönig Fritz Tölke Junior. Auf dem Hof Tölke erwartet der Scheibenkönig Fritz Tölke Junior seine Gäste. Ja, wir begrüßen euch recht herzlich hier. Und auf Angesicht des Wetters wollen wir schnell in die Scheune rein, bevor wir hier noch nass werden, oder? Ja, die Richtung, bitte. Ja. In einer festlich geschmückten Scheune wird dem Rat und den Offizieren ein Imbiss gereicht. Dieser Teil des Scheibenschießens ist nur den Ratsmitgliedern und den Offizieren als Dank für ihre Arbeit im zurückliegenden Jahr vorbehalten. Das Veranstaltungsprotokoll sieht nun vor, dass Rat und Offiziere auch dem amtierenden Fahnenkönig Jens Schmidt ihre Ehre erweisen. Da es aus dem alten Dorf bis zum Triffweg ein ganzes Stück Weg ist, steigt man auf die eigens dafür hergerichteten Anhänger und überbrückt so die Entfernung etwas bequemer. Die Feuerwehrkapelle Holtorf lässt es sich natürlich nicht nehmen, auch während der Fahrt die Gäste mit Musik zu unterhalten. Am Anfang des Triftweges entschließt man sich, den Rest des Weges bis zum Haus Schmidt zu Fuß zu gehen. Schließlich will man auch beim Fahnenkönig in einer ordentlichen Formation erscheinen. Der in diesem Jahr das 20. Mal als Kommandeur des Schützenzuges tätige Wolfgang Braun sorgt auch heute schon für einen geordnet auftretenden Zug. Aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung gelingt ihm dies auch leicht aus der Mitte der Marschgruppe. Thank you.
Nun sehen wir aber, wie der Fahnenkönig Jens Schmidt seine Gäste empfängt. Ich grüße euch ganz recht herzlich zum kleinen Umdruck und ich bitte euch ganz recht herzlich ein, was einzunehmen bei uns. Zum Der Regen hat sich verzogen und wie wir sehen konnten, ist die Stimmung gut. Leider ist es aber schon wieder Zeit zum Aufbrechen. Und der Zug formiert sich zum Abmarsch auf der Straße. Nach einem Dankeschön an den Fahnenkönig, seine Familie und deren Helfer sieht das Ablaufprotokoll weitere Besuche bei den Ratsherren Wolfgang Rösler, Gerd Kreisig und bei der Ratsfrau Bärbel Tölke vor. An dieser Stelle verlassen wir jedoch Rat und Offiziere und treffen uns kurz vor 23 Uhr mit Ihnen vor dem Hof der Ratsfrau Bärbel Tölke zum Fackelumzug wieder. Gleich ist es soweit. Die Sparkassenuhr an der Mühle zeigt es uns an. Derweilen hat der Zug auf Tölkes Hof schon Formation angenommen. Von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Drakenburg flankiert, geht es für heute ein letztes Mal auf die Reise zum Zapfenstreich. Unter Beteiligung einiger Zuschauer hat der Zug das Rasendreieck vor dem Hof Kreisig erreicht. Nachdem die Feuerwehrkapelle Holthoff den großen Zapfenstreich und die Nationalhymne gespielt haben, wird das Scheibenschießen 2000 durch den Bürgermeister Ernst August Klusmeier offiziell eröffnet werden. Als Eröffnungstag für das Scheibenschießen in Drakenburg recht herzlich begrüßen. Ich möchte meiner Freude Ausdruck verleihen insofern, als ich, und ich denke, da sind wir einer Meinung, feststellen muss, dass die Feuerwehrkapelle Holthoff nicht nur geübt hat, sondern dass sie heute einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat, wenn man die letzten Jahre verfolgt hat. Ich finde, das war toll, was ihr zum Ausdruck gebracht habt heute mit eurem musikalischen Beitrag. Dann möchte ich das gleichermaßen tun, auch
an unsere Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Drakenburg für ihre heutige Begleitung mit den Fackeln. Es hilft uns, die Tradition hier in Drakenburg aufrechtzuerhalten. Wir haben uns bemüht, mit kleinen und großen Gläsern den Wettergott dahingehend zu stimmen, dass er heute ein Einsehen mit uns hatte. Und wir hoffen natürlich alle, dass das auch für morgen und insbesondere für Sonntag gilt, dass er ein Einsehen mit uns hat, dass wir also mit unseren Kindern, mit all denen, die beteiligt sein werden auf dem Sportplatz, einen schönen Tag verleben können. In diesem Sinne, denke ich, sollten wir gemeinsam die nächsten Tage vor uns sehen, sollten das als fünfte Jahreszeit betrachten und sollten ein paar frohe Tage miteinander verleben, sollten uns freuen an den Dingen, die uns gegeben sind. Ich eröffne damit das Scheibenschießen im Jahre 2000. Ich bedanke mich. Das war es für heute. Die Fackeln erlöschen. Aber das Drakenburger Scheibenschießen 2000 ist nun offiziell eröffnet. Und alle daran Beteiligten freuen sich auf die kommenden Festtage. Während das Mondlicht alle nach Hause begleitet, wird sich sicherlich so mancher die spannende Frage gestellt haben, wer wohl in diesem denkwürdigen Jahr 2000 die Königswürde erringen wird. Die Antwort auf diese Frage wird uns der nächste Tag bringen. Die Nacht ist noch nicht ganz vorbei, doch da tut sich schon was im Dorf. Der Drakenburger Spielmannszug unter der Leitung von Tambourmajor Hartmut Gollenbeck beginnt ab 5 Uhr mit dem traditionellen Wecken der Ortsbewohner. Schließlich soll keiner der Schützen den für heute anstehenden Ausmarsch verpassen. Drakenburg in der Kürze der Zeit nicht vom Spielmannszug zu Fuß geweckt werden kann, fährt Tödelmeier die Spielleute mit Trecker und Anhänger durch die Straßen Drakenburg. Morgen! Morgen! Moin! Na, ihr kommt spät! Ihr kommt sehr spät! Was ist denn los mit euch, sag mal? Da es auch den Spielleuten nicht an Unterstützung fehlen darf, werden sie vom Bürgermeister und seiner Ehefrau Gerda zu einem Frühstück eingeladen. Da die Zeit recht knapp ist, wird der Imbiss auf dem Wagen gereicht. Frisch gestärkt fährt der Spielmannszug weiter durch den Ort. Mit dem Frühwecken hat für den Tambourmajor und seine Spielleute ein langer Tag begonnen. Der Drakenburger Spielmannszug, der in diesem Jahr wieder mehr Mitglieder verzeichnen konnte, ist schließlich ein wesentlicher Bestandteil des Scheibenschießens. Und ohne die Leistung der Spielleute wäre ein Scheibenschießen nicht denkbar. Es ist kurz vor 8 Uhr. Aus allen Richtungen strömen die Ausmarschierer zum Marktpol im alten Dorf. Mittlerweile hat der Spielmannszug den Wagen verlassen und marschiert durch das historische Tor von Benekes Gutshof zum Marktpol. Bevor der Schützenausmarsch in geordneter Formation losgeht, bleibt den Ausmarschierern noch Zeit, den einen oder anderen persönlich zu begrüßen. Wie kein anderes Fest in Drakenburg ist gerade das Scheibenschießen ein Anziehungspunkt für diejenigen, die außerhalb Drakenburgs wohnen oder sich sonst irgendwie mit dem Ort verbunden fühlen. Gleich wird der Kommandeur Wolfgang Braun, den alle nur Charlie nennen, die Ausmarschierer begrüßen. Anschließend geht's aber los.
Zunächst wird der Fahnenkönig nebst Fahne von zu Hause abgeholt. So, guten Morgen, Ausmarschierer! Moin! Moin. Moin. Gut. Es gibt ja das alte Sprichwort, man soll die Feste feiern, die sie feiern. Das wollen wir auch heute und in den nächsten Tagen gemeinsam tun. So, dann dürfen wir alle gespannt sein, wer der neue König im neuen Jahrhundert sein wird. Und hoffe auf einen reibungslosen Ablauf. So, weil sonst weiter keine Fragen sind. Alles hört ab jetzt auf mein Kommando. Bataillon! Stillstand! Das Gewehr über! Rechts um! In drei Schritt! Marsch! Der Schützenausmarsch wird natürlich wie in jedem Jahr von zahlreichen Zuschauern begleitet. Erst sehen wir Dirk Hofmann nebst Mutter und dann einige Anwohnerinnen aus der Trette bzw. dem Taubenweg. Am mächtigen Granitbrocken biegt der Zug in den Triftweg ein. Zusammen mit dem Fahnenkönig warten noch einige Ausmarschierer auf das Eintreffen des Bataillons. Alles das Grüne, das sind die Ausmarschierer. Bataillon! Halt! Rechts! Um! Gewehr ab! Guten Morgen, Ausmarschierer! Oh, 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 oh. War nicht wach heute, oder? Ich begrüße euch recht herzlich. Wir hoffen, dass wir ein schönes Scheibchen 2000 haben, viel Spaß haben. Und jetzt machen wir mal einen kleinen Umtrunk. Zum Umtrunk weggetreten. Wie gehört nach vorne wegtreten? Aber lange nicht genau. Also, hier, was ist das? Weißt du, was real ist? Nach einer kurzen Rast geht es gleich weiter mit der Fahne im Zug zum Scheibenkönig Fritz Tölke. Achtung! Präsentiert das Gewehr! Zum Fahnenkönig und seiner Begleitung! Die Augen links! Fahnenkönig und Begleitung! Marsch! Als Zeichen der Anerkennung wollen wir den Fahnenkönig und seine Familie deshalb hochleben lassen. Unser Fahnenkönig 1999-2000, Jens Schmidt und seine Familie, sie leben! Hoch! 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 Ja, guck mal, zack. Die Kinder der Grundschule lassen sich natürlich den Ausmarschiererzug nicht entgehen. Über den Nabel Drakenburgs, die Mühlenkreuzung, geht es weiter über die Mühlenstraße und Teile des Altdorfes bis zum Hof Tölke, wo der Scheibenkönig schon auf die Ausmarschierer wartet. Die Uhrzeit mit lang rum erzählen, weil die meisten mich sowieso nicht mehr sehen. Ne? Ja, deswegen laden wir euch hier ein zum Umtrunk, ich und meine Familie und meine Helfer, um bitte wegzutreten. Achtung, präsentiert das Gewehr zum Scheibenkönig und Juniorenkönig nebst Begleitung. Augen rechts. Scheibenkönig, Juniorenkönig, Begleitung
Marsch! Fritz, der israelische Schriftsteller Ephraim Kishon hat mal gesagt, Tradition ist das System, das verhindern soll, dass Kinder ihre Eltern übertreffen. Aber das kann man bei dir ja nicht sagen, das trifft ja bei dir überhaupt nicht zu. Du hast ja zumindest, was die Erringung der Königswürde angeht, mit deinem Vater gleichgezogen, wenn auch im zeitlichen Abstand von 25 Jahren. Und in anderen Lebensbereichen, da bin ich mir ganz sicher, wird es nicht so lange dauern. Wir möchten unsere Anerkennung und Dankbarkeit auch hörbar machen, indem wir unseren Scheibenkönig und seine Familie hochleben lassen. Unser Scheibenkönig 1999-2000, Fritz Tölke und seine Familie. Sie leben! Oh! Oh! Die Kirchturmuhr zeigt kurz vor 22:30 an. Auf dem Platz vor der Kirche haben sich viele Frauen, Kinder und ältere Bürger versammelt, die die kommende Zeremonie miterleben wollen. Meldung an den Bürgermeister. Augen rechts. Bürgermeister Bataillon mit 8 Offizieren, 6 Unteroffizieren und 140 Ausmarschierern zum Scheibenschießen angetreten. Danke. In diesem Jahr findet die Ansprache des Bürgermeisters erstmalig vor der Kirche statt. Sonst hielt man diesen Scheibenschießenakt auf dem historischen Gutshof Benecke ab, der immer einen passenden Rahmen für die Traditionsveranstaltung darstellte. Liebe Gäste, liebe Drachenbeuger, liebe Kinder, ich begrüße euch alle hier am historischen Gemäuer unserer alten Kirche. Und ich freue mich, dass wir gemeinsam auch im neuen Jahrtausend wieder eine solche stolze Zahl von Ausmarschierern hier begrüßen können. Und so sind unsere Augen schon auf das vor uns liegende Königsschießen gerichtet. Ich kann mir gut vorstellen, dass besonders in diesem Jahr viele versuchen werden, sich als Erster auf die neue Königskette zu platzieren. Dazu wünsche ich von dieser Stelle aus allen Ausmarschierern gutes Gelingen. Dennoch kann ich von Spenden berichten, und das tue ich sehr gerne. Und ich beginne damit, indem ich unserem Scheibenträger Werner Kattmann bitte, mit seiner noch jungfräulichen Scheibe hier bitte nach vorne zu kommen. Diese Scheibe, die ihr hier vor euch seht, steht im engen Zusammenhang mit dem Namen der Tischler-Generation Michaelis. Seit 1901 stand dieser Name für dieses Gewerbe und seit dieser Zeit wurden die Königsscheiben in den Werkstätten dieser Familie gefertigt. Zunächst noch im Altdorf, später dann am Hersthof. Diese Königsscheibe für das Jahr 2000 ist die letzte Scheibe aus dem Hause Michaelis, die wir dem König an die Wand nageln können. Ab dem nächsten Jahr wird dann ein anderer Fachmann für Nachschub sorgen. Bleibt noch die Erklärung, warum ich dieses unter der Rubrik Spenden vortrage. 1991 war es, als wir bei Friedrich Michaelis 10 Scheiben bestellten, sozusagen in Massenproduktion. Als Dank dafür spendete damals Friedrich Michaelis die 10., also die heutige. Somit eine Spende, wenn man so will, im Nachhinein. Und
Da wir diesen Dank nicht mehr persönlich abstatten können, möchte ich mit dem Vortreten von unserem Scheibenträger mit der Scheibe unsere Verbundenheit auf diese Art und Weise zum Ausdruck bringen. Ich fahre fort mit der Rolf-Weihhausen-Stiftung. Der Betrag von 1.000 Mark geht in diesem Jahr an den Heimatverein zur Erstellung der geplanten Chronik. Wir gratulieren dem Heimatverein zu dieser Spende, bedanken uns gleichermaßen bei Familie Weihhausen für die nach meiner Meinung gute Wahl des Empfängers und wünschen den fleißigen Chronisten, dass sie auch weiterhin viel Spaß bei der Aufarbeitung der Chronik haben werden. Für die Anschaffung unserer neuen Königskette sind bisher Spenden in Höhe von 2.800 Mark eingegangen, und zwar von Rolf Unger 100 Mark, Gerd Wojan 100, Teppichhaus Schwarz 300, Christa Rüssler 500, Volksbank Drakenburg 800 und Sparkasse Drakenburg 1.000 Mark. Danke auch von dieser Stelle aus, und ich bitte ihn vorzutreten, Richie, Richard Steinborn. Richard. Über Jahre hinweg hat er mit seinem Fahrzeug am Zapfenstreich Mittwoch Rat und Unteroffiziere von Station zu Station gefahren. Er hat diese verantwortungsvolle Tätigkeit nunmehr in jüngere Hände gegeben. Richie, 1 Liter Diesel für dich, damit der Motor auch zukünftig rumkommt. Turbo-Diesel. Danke. Bravo. Toni Ersten, jeder war unten marschieren und auch auf die Schiebe schalten. Jetzt sei denn, er ist krank oder hölzern. Das sind Paragrafen, meine ich aber, schön wie irgendwann mal streiken, er hält sich schon doch keine da an. Zum Zweiten, wie unten marschieren herrscht strenge Ordnung. Und wenn die Ölze was sagt, dann war das doch morgen. Zum Dritten, 3 Kugeln darf jeder Rutsch haben, ist Faustkasten Dollar. Hebt nur Gisse Goldschaden, kriegt sie noch eine Kugel, dann immer schalten. Zum Feierten, mit eigener Flinte schalten Geld nicht und für andere schalten auch lange nicht. Zum Fünften, wer 25 Jahre alt ist und unten marschiert ist, der kann auch König werden. Zum Sechsten, bist du König, schaffst du 800 Mark heben, 200 Mark für andere sorgen, ich Frauenkönig schalt 500 Mark und ich Juniorenkönig 125 Mark haben. Dein Kinderkönig oder Königin start 125 Mark und Backwortung. Von Säften, wenn wir wetten, wer am besten Schaden hat, gerade mit schlanken Schritten und Teig, wird man zu Ende geben. Von Achten, im halbig Sesse kommt wie alle Werte oben, damit der König Gott nach Hus kommt und die Schiebe andaugelt werden kann. Von Nächten, die vorne war Sonntag im Sessel von dem Vornkönig und von der, der da drauf gehört, in der Ole Schöne in Sicherheit braucht. Das ist eine Änderung gegenüber den letzten Jahren. Wie mag das so, damit wir Truppen um Feld wiederfieren können. Der Königskahn wird und die vorne warten noch fest von der Lühe von Rathus abholen. Von Tag, es ist klar, dass alle Freude und Spaß haben, schütt und sich wie vernünftige Lühe benehmen. Jeder von Jo, Richter Dobby, hat das Teamscheid urfidel und mit Ansam zu Ende gehalten. Von 11. Jeder Sub bloß so viel an sich verdrängen kann. Das kriegt er das zu spüren und her und oben. Von Verlässen, dann zum Telt ist Donnerstag von 3 bis 10. Und für die, die alle Unfußen sind und eine lange mit Schesterböchsen drängen könnt, Donnerstag, Freitag und dann auf dem 8. Uhr. Toiletten. Sonntag, wenn so um 11 Uhr die Kerkenglocken redet, treffen wir uns alle wie im Gottesdienst um den Telt. Glocke 1 marschiert wie nach dem Sportplatz und danach kriegt der neue König die Kern im Hals legt. Und dann allerletzten, für Use Ölsten und für dich, die an beiden zweimal die Knochen sind, da dann Ende von den Utmarschierer bei Innsbenner, Kutscher Conny, nimmt Joe, ohne dass sie belästigt werden.
bitten auf Platz. Ich bin die Kapelle und die Nationale. Der Schützenzug nimmt nach der Zeremonie vor der Kirche nun endgültig Kurs in Richtung Sportplatz, wo die neuen Könige ermittelt werden sollen. Und während sich die Männer auf den Weg zum Schießstand machen, besuchen die Damen das Frauenfrühstück. Diese vor wenigen Jahren eingeführte Veranstaltung hat sich bei den Frauen mittlerweile sehr gut etabliert. Eine kurze Ansprache hält hier die Ratsfrau Anneliese Meyer. Wir laden noch Frauen an den Weg rein. Also dieses Jahr 2000 bringt ja einige Änderungen, das hat sich ja umgesprochen, auch für uns Frauen. Es gibt eine neue Kette und ich hoffe, es wird nicht zu lange dauern, bis die Frauen ihre erste Medaille daran haben. Und ich denke, wer als Mädchen die Gelegenheit hatte, auf die Scheibe zu schießen und Königin wurde, der lässt sich das als erwachsene Frau nicht mehr wegnehmen. Es kann also nicht mehr zu lange dauern, bis wir auch dran sind mit unseren Erkennungszeichen. Das ist also mein Leitfaden. Das einzig Beständige in der Welt ist der Wandel. In diesem Sinne viel Vergnügen und Kleinwunder. Ja. Der Schützenzug hat nun den Sportplatz erreicht. Das Wetter ist derweilen stabil. Tische und Stühle werden aus dem Zelt ins schöne Eichenrund der Sportanlage geholt. Bevor es losgeht, müssen noch Zylinder und Gewehr in Sicherheit gebracht werden. Gerade das Zusammensitzen der Ausmarschierer unterm freien Himmel ist ein Stück, das den besonderen Flair dieses Tages ausmacht. Da bleibt endlich mal Zeit, über dieses oder jenes ohne Zeitdruck plaudern zu können. Aber erleben wir nun gemeinsam, wie es an den Tischen zugeht. Während die anderen draußen feiern, sorgen Karl-Heinz Haase, Bobby Elsner und Rudi Schramm auf dem Schießstand für einen geordneten Ablauf des Königsschießens. Hinter dieser Tür wird sie entschieden. Die Königswürde im Jahr 2000. Zurzeit sehen wir hier den Ortsbrandmeister Volker Brinkmann, dessen Vater Hermann 1998 die Königswürde errang und als Regenkönig in die Geschichte des Scheibenschießens einging. Warte, also hier bin ich mir aber einig. Werner, wie geht das hier? Ein Probeschuss oder? Ja, ein Probeschuss und drei hintereinander. Dann wird die Scheibe wird es wieder zurückgeholt, wenn der dritte Schuss raus ist. Hier nicht. Jetzt Waffe schräg legen und neuladen. Neu laden und ab. Friedhelm Hartje als Aufsicht beim Schützen und Werner Kartmann als Auswärter sind alte Hasen in diesem Geschäft. Sie lassen sich natürlich auch nicht von der Kamera in ihre Karten schauen.
Das kostet mindestens ein Bier davon. Auf der zweiten Schießbahn findet das allseits beliebte Preisschießen unter der Aufsicht von Uwe Seidel statt. Unterstützt wird er hierbei von Sven Oldenstedt und verschiedenen anderen Schützenbrüdern. Draußen auf dem Platz präsentiert der Spielmannszug auf Wunsch vieler Ausmarschierer den Anton aus Tirol. In diesem Jahr ein echter Urwurm, der besonders gute Laune macht. Einmal schauen wir kurz auf dem Schießstand vorbei. Diesmal treffen wir hier Relef Weihausen. Ihn hat es beruflich nach Hamburg gezogen. Dennoch lässt er sich das Traditionsfest in seinem Heimatort nicht entgehen. Machst mir da keine drei Schuss von, oder? Nee. Nur von zwei drin. Ja, zwei. Ja, sehen. Dieser sieht zwar etwas aus, aber nee. Aber ganz ruhig bleiben. Aber es muss einer drin. 20, 210. Ja. Besten Dank. Und tschüss. Hier, deine Scheibe. Kommt schon wieder, König. Aber bevor wir die neuen Könige proklamieren, ist es hier in Drakenburg Sitte und Brauch, dass wir den alten Königen als letztes, was man ihnen mit auf den Weg geben kann, ein Dankeschön übermittelt für die zurückliegende Regentzeit. Das gilt sowohl für Volker Mayer als Juniorenkönig, als auch für Jens Schmidt und für unseren König Fritz Tölke. Ich denke, das war eine sehr gute Sache in der zurückliegenden Zeit. Der Wettergott hat mitgespielt. Sodass wir in diesem Jahr nicht von einem Regenkönig reden können aus der Vergangenheit heraus, sondern einem Sonnenkönig. Gut, das war die Vergangenheit. Kommen wir in die Gegenwart. Selbstverständlich haben wir auch einen neuen Juniorenkönig. Der diesjährige Juniorenkönig kommt aus der Nähe des Scheibenkönigs. Oder noch genauer gesagt, es ist ein Nachbar davon, Robert Wisk. Hey! 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 Das passt auch rein in die Pflanze. Jo, gute Hoffnung hier. Robert, zu deinen 28 Ring, die du geschossen hast, fast zum Schluss. Herzlichen Glückwunsch. Und ich wünsche dir alles Gute für die vor dir liegende Zeit. Bescheid. Super, ich schaue der Beste. Ja? Wie bist du? Du bist der Einzige, den ich kannst du gepasst. Robert, wie groß bist du? 93. Aber wir kommen im Jahre 2000 zu einem neuen Fahnenkönig. Ich rufe auf Carsten Buchholz mit 28 Ringen. Bravo! Bravo! Hey! Hier haben wir, wie üblich, auch einen König. Und ich kann mit Freude verkünden, dass wir, wenn ich die Vergangenheit mal zitiere, Schützen hatten in den letzten Jahren zwischen 12 und 18. Heute war es doch ein gewisser Andrang. Wir hatten 32 Schützen um die Königswürde. Und daraus hat sich als besser erwiesen, ein Mann,
der sehr gut schießen kann. Zumindest das Ergebnis, meine ich, zeigt das. Denn wenn ich 30 Ring schieße, dann ist das ein gutes Ergebnis. Und ich denke, das ist auch ein würdiger König für das Scheibenschießen in Drakenburg. Bernhard Hirsch, ich würde dich bitten, zu uns zu kommen. Ich freue mich, Bernhard, dir zum Zeichen der Würde die Kette umhängen zu können. Und ich freue mich auf die Zeit, die vor uns liegt. Und ich denke, du wirst ein würdiger König sein im Sinne der Scheibenschießen dran. Wie ich gekommen bin. Am Ende der Proklamation dürfen wir nun auch die Ergebnisliste veröffentlichen. Das beste Ergebnis von Bernhard Hirsch finden Sie fast am Ende der Tabelle. Ich denke, wir haben für das Jahr 2000 würdige Könige, die in unseren Reihen sind hier. Wir werden die Würde, die ihr zu tragen habt und das Fest, das wir zu feiern haben, auch im Jahre 2001 entsprechend vorbereiten. Aber vor uns liegt der Sonntag, die Übergabe der neuen Königskette und das Überführen der alten Königskette in den Ruhestand. Ich denke, wir haben ein schönes Fest vor uns noch am Sonntag. Wir sollten uns möglichst alle beteiligen, damit der nötige und entsprechend würdige Rahmen auch hergestellt wird. Ich bitte euch alle, Sonntag sich zu beteiligen, damit wir das Fest entsprechend gestalten können. In diesem Sinne würde ich unseren Kommandeur bitten, jetzt Abmarsch zum Zelt. Kurz nach 15.30 Uhr trifft der Zug mit den neuen Majestäten auf dem Festzelt am Hesterhof zum gemeinsamen Essen ein. Aufgrund der Länge des Schützenzuges wird er in Gruppen auf das Zelt eingespielt. Der Festwirt Noack hat eine gute Mahlzeit zubereitet, die alle neue Kraft für den Rest des Tages verleiht. Schließlich muss der neue König Bernhard Hirsch noch sicher nach Haus begleitet und die Scheibe an seinem Haus angebracht werden. Und schon geht es los. Mit neuer Kraft marschiert der Zug in Richtung Vorstadt, zur neuen Königsresidenz im Hause Hirsch. Doch bevor der neue Scheibenkönig seine Ehefrau in den Arm nehmen kann, erscheint plötzlich Horst Ellinghausen, der immer für einen spontanen Spaß aufgelegt ist. Für das Anbringen der Königsscheibe ist seit einigen Jahren Horst Mielke zuständig. Für den gelernten Zimmermann ist es trotz der Höhe keine Schwierigkeit, die Scheibe fachgerecht am Giebel zu befestigen. Unter den Klängen der Kapelle führt er den Hammer, bis die neue Königsscheibe das Haus ziert. Oh!
Sie haben es gehört. Der König hat zum Umtrunk eingeladen. Diese Zeit nutzen wir und schauen bei sonnigem Wetter vom Balkon auf die gut gelaunten Ausmarschierer herab. Wieder am Boden hört man die frei gewordenen Gesangskünste einiger Ausmarschierer. Die älteren Herren fühlen sich durch die Kapelle zum Mitsingen animiert und verbreiten so eine tolle Atmosphäre. Aber auch die Jugend will dem in nichts nachstehen. Hören Sie mal hin. Was ist das denn? Zum Scheibenkönig und Begleitung, die Augen links! Scheibenkönig und Begleitung, Marsch! Schon wieder unterbricht das Protokoll das gesellige Beisammensein. Nun gilt es, den neuen König nebst Gattin auf das Festzelt zum Abendball zu geleiten. Ein langer Tag neigt sich dem Ende entgegen. Es war wieder einmal schön. Am Abend wird im Festzelt noch das Tanzbein geschwungen und in etlichen Thekengesprächen das heute Erlebte besprochen. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von den Ausmarschierern und lassen den Abend undokumentiert. Denn schon morgen, am Freitag, geht es mit dem Kinderumzug wieder weiter im Scheibenschießenablauf. Nach dem Tag der Ausmarschierer steht das Scheibenschießen heute wieder im Zeichen der Kinder. Vom Festzelt geht es zum Haus der Familie Kübke, wo bereits die Kinderkönige des Vorjahres, Sandra Quast und Andreas Kübke, auf den Kinderumzug warten. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid und möchte euch zu einem Getränk einladen. Ja, danke schön. Okay. Gut gemacht. Ja, noch mal Weber. Wir gehen ins Rennen. Hier meine Glas. Das ist gleich. Das ist auch falsch gefallen.
darf mich nochmal herzlich bedanken, ganz offiziell. Frau Pass, Frau Kütke. Und ich darf mich bei euch nochmal bedanken für eure schöne Sache, die ihr hier gemacht habt. Herzlichen Dank. Und wir haben ja gleich Gelegenheit, beim neuen König dann die Insignien auch zu überreichen. In diesem Sinne, herzlichen Dank nochmal. Der Aufenthalt wird den Kindern und ihren Begleitern mit einer kleinen Erfrischung verkürzt. Dann setzt sich der Umzug wieder in Bewegung. Ziel ist diesmal das Haus der Familie Timke im Birkenweg. Der neue Kinderkönig Julian wartet schon ungeduldig mit seinen Eltern auf der Straße auf die Ankunft des Kinderumzuges. Julian Timke, ich gratuliere recht herzlich für deine gut geschossene, ich glaube 28 Ringe, wenn ich das hier war es, ne? Was? 29 sogar. Oh, habe ich einen unterschlagen. Und im Stechen eine 8, ne? Auch eine 9. Also 29 Ring hat er geschossen und im Stechen eine 9. Und auf diese Art und Weise ist er König geworden. Herzlichen Glückwunsch. Also ich könnte nur eine Cola verzahlen. Die Zeichen der Königswürde sind getauscht. Und Ela Dubke wird gleich unter den Klängen des Spielmannzuges die Kinderkönigsscheibe annageln. Wir möchten, bevor wir jetzt zum Zelt marschieren, uns bei Julian, bei seinen Eltern und allen, die geholfen haben, recht herzlich bedanken, dass sie uns alle so gut bewertet haben. Ich denke, war toll bei dir. Wenn ich gesehen habe, wie die Kinder sich da alle im Bach reingeschmissen haben, da war das Vergnügen. Ja, ja. Ist es noch feucht oder ist es schon wieder alles getrocknet? Oh ja, Mensch, da hätte ich nochmal reingehen können. Gut. Also für Spaß war gesorgt und ich denke, wenn wir gleich zum Zelt marschieren, auch dort ist für Spaß und Unterhaltung gesorgt. So, und auf geht's zum Zelt. Zurück auf dem Festzelt wird von Werner Kartmann das Bingo-Spiel für die Kinder moderiert, wobei ihm Helge Andermann mit der Technik zur Seite steht. Jetzt haben wir die Zahl. 70. 7-0. 45. Ist die dritte Zahl. 45. Während im Zelt die Bingo-Preise verteilt werden, haben die anderen Kinder derweilen draußen ihren Spaß. Schauen wir ihnen doch mal zu. Oh!
Zu einem Scheibenschießen in Drakenburg gehört natürlich auch ein Beatabend. Lassen Sie uns kurz einen Streifzug machen und genießen Sie unkommentiert einige poppige Szenen vom Freitagabend. Das Ende des Beatabends ist ungewiss. Deshalb verabschiedet sich die Kamera hier vom bunten Treiben. Genau einen Abend später sind wir wieder mit der Kamera auf dem Festball dabei. Die dreiköpfige Band Colorado bringt die Drakenburger und ihre Gäste richtig in Stimmung. Genießen wir einige Stimmungsbilder und sehen, wie Drakenburger verstehen zu feiern. Tolle Lieder und ausgelassene Stimmung im Festzelt. Der Festball geht bis tief in die Nacht. Doch wir denken schon an morgen. Das große Ereignis des diesjährigen Scheibenschießens steht für den nächsten Tag bevor. Die Weser oberhalb der Staustufe liegt ruhig in ihrem Flussbett. Einige Enten treiben auf dem Wasser. In dieser Idylle drängt sich einem die Frage auf, ob wohl heute beim Großereignis alles wie geplant klappen wird. Der Sonntagmorgen gehört zunächst den Kirchgängern. Traditionell findet auf dem Festzelt ein Zeltgottesdienst statt. Dazu begrüßt Pastorin Frau Hermann zusammen mit Friedrich Wilhelm Andermann die Besucher des Gottesdienstes vor dem Zelt. Nach dem Verteilen der Gesangsbücher haben alle ihren Platz eingenommen. Und in Anwesenheit der amtierenden Majestäten nimmt der Gottesdienst seinen Lauf. Aber nachher haben wir einen Platz, ne, von der Außentür. Gönnen wir uns ein paar besinnliche Minuten und hören die Worte von Pastorin Hermann zum diesjährigen Drakenburger Scheibenschießen. Namen wollen wir diesen festlichen Gottesdienst feiern, anlässlich des Scheibenschießens hier auf dem Zelt. Dazu möchte ich Sie alle ganz herzlich begrüßen. Diesen Morgen den Singkreis, den Posaunenchor, Herrn Jentsch hier an der kleinen Orgel. Sie gestalten diesen Gottesdienst musikalisch mit und geben ihm damit einen festlichen Rahmen. Oh, um die Welt geht unser Lied, Halleluja. Wer es hört, der singt es mit. Halleluja, Menschen singen überall, Halleluja, und es klingt mit Macht und Schall, Halleluja. Wir sehen hier oben eine Kette,
den ersten Blick klar, dass diese Kette nicht einfach nur ein Schmuckstück ist. Sie ist groß, sie ist schwer. Und sie wird im Laufe der Jahre immer schwerer werden. Und ich denke, Herr Hirsch weiß, was er da heute um seinen Hals trägt. Eine Kette voll, über und über voll mit Plaketten, die die Kette immer schwerer machen. Und diese Kette ist unkäuflich. Es kann sie auch nicht jeder bekommen. Sie ist einzelnen Menschen vorbehalten. Wer diese Kette trägt, zeigt damit, dass er König ist. Scheidekönig. Repräsentant der kommunalen Gemeinde. Auch diese Kette ist also ein Zeichen der Würde. Hier wird jemand her. Und über diese Festtage hinaus wird er im Laufe des Jahres eingeladen zu den Versammlungen in unseren Flecken, sei es zur Ratssitzung, sei es zu den Generalversammlungen der Vereine, der unterschiedlichen Vereine. Hier verbindet sich die Königswürde mit dem Gemeinwesen. Und hier hat der Scheibenkönig, haben Sie, Gelegenheit, die Verantwortung wahrzunehmen im Mitdenken und Mitberaten und auch im Hinhören auf die feinen Töne, die eine Gemeinschaft prägen. Und so wünsche ich von dieser Stelle aus dem jetzigen Scheibenkönig Herrn Hirsch und all den zukünftigen Trägern dieser Königskette Kraft und Besonnenheit für dieses Amt. Im Anschluss an den Gottesdienst fahren wir um 11 Uhr schnell zum Sportplatz, wo der Feuerwehrmusikzug Esdorf Leseringen bereits das Platzkonzert eröffnet hat. Gleich ist es 12 Uhr und das Ablaufprotokoll sieht für uns einen Besuch in der Ohlenschüne vor. Dort hat der Flecken zu einem Ehrenempfang für die Gäste des Ortes sowie für die ehemaligen Scheiben- und Fahnenkönige eingeladen. Nach einem kurzen Blick durch die Reihen der Gäste beginnt der Drakenburger Bürgermeister mit seiner offiziellen Empfangsrede. Unsere Ehrengäste heute Morgen hier recht herzlich zu begrüßen. Ich freue mich, dass so viele unserem Ruf gefolgt sind und dem ganzen Fest auf diese Art und Weise auch einen würdigen Rahmen geben. Wir sind stolz, dass ihr heute zu uns gekommen seid, um uns gemeinsam Erinnerungen aufzufrischen und auszutauschen und vielleicht auch ein Schnäpschen zu trinken. Ich denke, das gehört ganz einfach dazu. Genauso begrüße ich natürlich unsere Ehrengäste. Ich möchte davon niemanden persönlich hervorheben. Jeder von Ihnen, jeder von euch ist uns ebenso lieb und teuer. Und wer könnte diesen letzten Weg der alten Kette und den ersten Weg der neuen Kette besser begleiten als unsere ständigen Ehrengäste und unsere alten Fahnenkönige und Könige? Bevor wir uns in etwa eine Stunde auf den Weg machen, möchte ich mit Ihnen gemeinsam mein Glas heben, um auf unseren Scheibenkönig 2000 anzustoßen. Auf das Wohl aller, die sich mit dem Drakenburger Scheibenschießen
verbunden fühlen. Danke fürs Kommen. Ein paar vergnügliche Stunden und zum Wohl. Der große Moment ist da. Der Sternenmarsch der 6 Umzüge zum Sportplatz beginnt. Hallo Gabi!
Die Könige, dann die Bahnkönige, während die Züge zeitgleich auf dem Weg zum Sportplatz sind, nimmt der Königszug als letzter die Ehrengäste an der Ohlenschüne auf und schließt sich an den großen Sternenmarsch an. Gut, Königshoch, Stillstand! Das Gewehr über! Rechts um! Im Gleichschritt! Marsch! Unter Beteiligung der Reiterei zieht der Königszug mit der Königskutsche über den Weserweg in Richtung Sportplatz. Die vorausgegangenen Züge sind derweilen im Begriff, sich auf dem Rasenplatz für die Ankunft des Königszuges zu formieren. In der offenen Kutsche trifft der König nebst Ehefrau ein. Nun nimmt der Festakt seinen Lauf und wir ziehen uns als stille Betrachter bis zum Abmarsch zurück und überlassen sie nun den folgenden Eindrücken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Gäste, liebe Drakenbrüder, ich heiße Sie recht herzlich hier bei uns im Flecken willkommen. Ich füge hinzu, dass sich alle, die an der Vorbereitung der heutigen Veranstaltung beteiligt waren, sehr darüber freuen, dass so viele Einheimische, aber auch die große Zahl von Gästen aus nah und fern, den Weg zu uns gefunden haben. Bevor wir nun mit dem feierlichen Akt beginnen, möchte ich zunächst alle Fahnenträger bitten, zusammen mit der Drakenbrüger Fahne einen Halbrund auf der Mitte des Platzes zu bilden. Gleich im Anschluss daran lassen unsere Kleinsten aus dem Kindergarten und aus der Grundschule in Begleitung ihrer Lehrerinnen und Lehrer, der Erzieherinnen und einigen Eltern ihre Luftballons in alle Himmelsrichtungen aufsteigen, damit das anstehende Ereignis auch über die Grenzen Drakenburgs hinweg bekannt wird. So habt ihr alle.
Die fliegen aber nicht weit. Ja. So festlich, aber auch fröhlich eingestimmt, möchte ich nunmehr unseren stellvertretenden Landrat Roland Peter Luno und unseren Samtgemeindebürgermeister Heinrich Heidorn ganz herzlich begrüßen und Sie um Ihre Grußworte bitten. Majestäten, meine Herren Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Drakenburger, im Namen des Landkreises, des Kreistages und der Kreisverwaltung möchte ich Ihnen zu Ihrer neuen Kette ganz herzlich gratulieren. Kette, das ist ein altes deutsches Wort, das aus dem Lateinischen kommt. Im Lateinischen heißt das Catena. Es ist ein Lehnwort mit zwei Bedeutungen. Die eine Bedeutung ist Kette wie in unserem Sinne. Und die zweite Bedeutung heißt geschlossene Reihe. Eine geschlossene Reihe war die alte Kette im vergangenen Jahrhundert nicht. Denn die erste Hälfte des vergangenen Jahrhunderts ist geprägt von den Kriegen des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Die Reihe ist nicht geschlossen gewesen von 1915 bis 1920 und von 1940 bis 1946 fanden keine Feste statt und die Kette wurde nicht durch den Ort getragen. Ich möchte Ihnen wünschen, dass die neue Kette in diesem Jahrhundert eine geschlossene Reihe bleibt. In diesem Sinne alles Gute, Flecken Drakenburg. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch, liebe Drakenburger, verehrte Gäste, ein herzliches Willkommen und den Majestäten herzliche Grüße und Glückwünsche zu übermitteln im Namen von Rat und Verwaltung unserer Samtgemeinde. Die Pflege von Brauchtum und Tradition, so denke ich, haben auch in Drakenburg einen besonderen Stellenwert. Und man ist sich nicht zu schade und nichts ist zu teuer, um diesen Dingen, um diesen historischen Dingen nachzukommen. Frohsinn, Spaß und Humor stehen aber heute im Vordergrund des Geschehens. Und ich denke, wer imstande ist, im Alltag seine Pflichten, seine Aufgaben und seine Arbeit zu erfüllen, der sollte auch imstande sein, Muße zu pflegen und zu feiern. Ja, meine Damen und Herren, ich wünsche den Drakenburgern für die Zukunft alles Gute. Möge Gemeinsinn, aber auch Zusammengehörigkeitsgefühl im Vordergrund stehen. Stimmen Sie mit mir ein, wenn ich Ihnen zurufe, Drakenburg, lebe hoch! Es lebe hoch! Es lebe hoch! Man ist geneigt zu ergründen, was den einstigen Magistrat wohl bewogen haben mag, eine solche Kette anzuschaffen und sie dem besten Schützen im Jahre 1900, Wilhelm Siemering war es damals, erstmals umzulegen. Ersetzte sie seinerzeit schon ein viel älteres Exemplar? Denn wir wissen, dass schon vor mehr als 200 Jahren ein Schießen stattfand, einem Kassenjournal ist zu entnehmen, dass laut Eintracht der beste Schütze eine Gemeindewiese zur kostenlosen Nutzung bekam. Auch der weitere Eintrag, dass die Gemeinde Licht, Tabak und Getränke finanziert hat, könnte ein Hinweis darauf sein, dass es damals ein von der Gemeinde finanziertes Fest und somit der Vorläufer unseres heutigen Scheibenschießens war, könnte. Bewiesen und urkundlich belegt ist es bis heute nicht. Und ich denke, es wird auch wohl ein Geheimnis der Geschichte bleiben und das ist ja manchmal auch ganz gut so. Zum anderen meinte der Rat, es Flecken, es sei genug für die alte und mittlerweile gewichtige Kette und mit ihr. Sie soll in den verdienten Ruhestand versetzt werden, eine jüngere soll sie ersetzen. Ich verstehe sehr wohl, dass das manch einem von uns wehmütig stimmt, wenn er sich an die Zeit erinnert, als er die Ehre hatte, diese Kette als Zeichen der Königswürde zu tragen und an schöne Erlebnisse in diesem Zusammenhang. Dennoch ist jetzt der Moment unwiderruflich gekommen, dass wir dem Scheibenkönig des Jahres 2000 die neue Kette übergeben und die alte in den verdienten Ruhestand versetzen.
Wir verbinden diesen historischen Akt mit dem Wunsch, dass alle Schützen, die sich zukünftig im wohlverstandenen Sinne um die Königswürde streiten, dass ihre Familien und ihre Kinder in Frieden und Freiheit leben können. In diesem Sinne bitte ich nunmehr unseren Kommandeur Wolfgang Braun, den Akt der Königsübergabe einzuleiten. Ich bitte nun Wolfgang Größer mit unserem besten Kinderschützenkönig, Julian Timke, und den nächstbesten Schützen Manuel Henne, Daniel Fricke und Tatjana Böhnke zum Podest, zum Anheften der Fahnenbänder. Teil. Der Übergabe ist vollzogen. Ich möchte abschließend die Gelegenheit nutzen, mich bei all denen zu bedanken, die mit dazu beigetragen haben, den würdigen Rahmen für diese einmalige historische Angelegenheit in der gegenwärtigen Geschichte Dragenburgs hier auf dem herrlich gelegenen Eichenrund herzustellen. Ganz besonders möchte ich in diesem Zusammenhang herausstellen, die Reiter und Kutschen des Fahrvereins Holte-Langen unter der Leitung von Jan Ahlers, die Kutsche und der Kutscher Gräber aus Eistrup mit seiner tollen Viktoria, die Musikanten der Freiwilligen Feuerwehr Estorf-Leseringen, Heinrich Langer, tolle Musik habt ihr gemacht, meine Freunde aus der Jugend in Estorf, herzlichen Dank. Feuerwehr Kapelle Holdorf, Knut Friedrich-King, Hans-Hermann Kurz, auch euch herzlichen Dank. Den Spielmannszügen aus Rosen, Emsen, Hasbergen und Holdorf, dem Reisetaubenverein Schwarze Wolke und Heinrich Hellberg für die vielen bunten Luftballons und für die Preise für unsere Kleinsten. Ich schließe in diesen Dank aber auch all die Ungenannten mit ein, die sich hinter den Kulissen sehr um das Gelingen des heutigen Tages bemüht haben, wie auch den Spendern für ihren Beitrag zur neuen Königskette. Ich lade Sie nunmehr alle zum zweiten und fröhlichen Teil auf das Festzelt ein, um gemeinsam auf den heutigen Tag, auf das historische Ereignis, auf unsere zahlreichen Gäste und auf unseren Scheibenkönig 2000 anzustoßen. Nochmals herzlichen Dank an euch alle, dass ihr euch den Weg gemacht habt und uns trotz terminlicher Überschneidungen nachbarschaftlich zur Seite gestanden habt. Ich bitte die Estorfer jetzt um die Nationalhymne und danach unseren Kommandeur und unseren Feuerwehrboss Volker Brickmann den Abmarsch einzuleiten. An dieser Stelle melden wir uns zurück.
So viele Fußgänger hat der Weserweg wohl selten in der Zeit seines Bestehens erlebt. Diese tollen Bilder vom Rückmarsch auf das Festzelt leiten über zur Abschlussveranstaltung. Verständlicherweise haben wir nicht jeden zeigen können und sind deshalb schon auf dem vollbesetzten Zelt am Hesterhof. Fröhliche und ausgelassene Stimmung herrscht unter den Besuchern und die Spielmannszüge geben das ein oder andere Stück zum Besten. Lassen Sie uns noch kurz ein paar Szenen vom Ausklang des Tages einfangen, bevor sich unsere Dokumentation dem Ende entgegen neigt. Die Festtage sind vorbei. Lediglich noch einige Fahnen und der Veranstaltungshinweis am Ortseingang zeugen von den zurückliegenden Ereignissen. Man wendet sich wieder alltäglichen Tätigkeiten zu. Ruhe ist in die Straßen Drakenburgs eingekehrt. Beim Betrachten der Szenen ereilt einen ein kleiner Anflug von Wehmut. Noch sind die Erinnerungen an das Scheibenschießen 2000 frisch im Kopf. Mit diesem Film möchten Rat und Verwaltung dazu beitragen, dass die Erinnerungen an dieses historische Fest im Übergang zum neuen Jahrtausend für die Nachwelt erhalten bleibt. Wer weiß, was die Zukunft bringt und wer sich noch in 100 Jahren, wenn es vielleicht wieder eine neue Königskette geben wird, an dieses Fest erinnern kann. Aber bis dahin wird, so wie die Drakenburger zu sagen pflegen, noch eine Menge Wasser die Weser hinunterfließen.